Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir machen heute das, was ich eigentlich schon vor der ersten Motorshow machen wollte. Und zwar geht es heute darum, dass ich die Felgen endlich mal aufstecken will aufs Auto. Was ja, wie gesagt, eigentlich vor der ersten Motorshow passieren sollte. Und zwar hat mir die Firma ProTrack diese Felgen zur Verfügung gestellt, eigentlich für die ersten Motorshow. Weil ihr wisst ja, die Felgen, die ich aktuell auf dem Wagen habe, die sind nur vorübergehend, weil da ja eigentlich noch andere Felgen drauf kommen sollten. Jetzt in der Lage, in der sich die ganze Welt aktuell befindet, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Behörden arbeiten gefühlt gar nicht, beziehungsweise extrem langsam. Das heißt, auch mit der TÜV-Geschichte und so weiter zieht sich das noch. Deswegen hatte ich angefragt, ob ich diese Felge, weil ich die einfach so ultra sexy finde, ob ich die aufs Auto stecken kann für die erste Motorshow, damit er halt noch mehr diese Motorsport-Optik hat, ne? Und ich habe für die Felge nichts bezahlt. Das ist auch nicht meine. Die ist, wie gesagt, geliehen für die Essen Motorshow. Jetzt haben wir heute den 10., 11., 12. Dezember und sie sind immer noch nicht auf dem Auto drauf. Warum war das so? Ich habe den Wagen, der Wagen war ja bei Danny. In der Zeit hat mir ProTrack die Felge zugeschickt. Dann bin ich noch ganz schnell zu Pullibauer. Der hat sich noch, danke auf jeden Fall dafür, der hat sich noch ganz schnell darum bemüht, so richtig alte, abgeranzte Slicks zu finden. Hat die sich noch zuschicken lassen, hat mir die aufgezogen und so weiter. Dann erst Motorshow. Ich wollte die Felge draufpacken. Was habe ich gemerkt? Ich hätte Spurplatten gebraucht. Dann habe ich Spurplatten bekommen. Die sind jetzt von der Firma ST. Das sind 40 mm Spurplatten. Habe ich noch nie gefahren. Die habe ich jetzt extra gekauft, eigentlich nur für die ersten Motorshow, weil das war dann auf einem, das war das letzte Wochenende, also der Donnerstag an dem, vor dem letzten Wochenende der ersten Motorshow, habe ich die dann halt endlich bekommen. Ja, ich war aber selbst nicht mehr da und konnte sie nicht draufstecken. Und die Leute, die ich gefragt habe, denen ich das zugetraut hätte vor Ort, die haben sich nicht getraut, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Von Leuten, wo ich mir gewünscht hätte, dass die von sich aus, weil sie das Problem kannten, ja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass vielleicht ein, zwei Leute sagen, hier, pass auf, komm, ich mach dir das, weil ich für die auch alles tue, werde ich in Zukunft nicht mehr tun, vielen Dank dafür. Und die sind sogar schwarz, geil, die sind schwarz, habe ich ein bisschen Angst gehabt, aber mega, der ist schon brutal, ne? Und die sind halt auch ultra leicht, hast du mal hochgehoben? Nee, okay, das ist krass. Das ist, hier, das ist nix. Das ist gar nichts. Ich bin durch die ganze Messe gelaufen, einen Arm hier, einen Arm hier mit den Felgen. Das ist Motorsport. Das sieht schon mal richtig gut aus. Guckt euch das bitte an. So, Schätzelein. Und jetzt deine Antwort? Ist geil, ne? Schade, dass man so mit den Slicks nicht fahren darf. Also ich könnte jetzt eh nicht fahren. Wir werden den gleich mal, je nachdem, wie dunkel es dann draußen ist, wenn er fertig ist, werden wir den einmal rausfahren, weil ich ein paar Bilder halt auch machen will, so für mich und so. Aber das ist schon sexy. Schade, dass das Ding so nicht auf der ersten Motorshow gestanden hat. Aber ich habe es halt wirklich nicht hinbekommen. Ich habe 1 Million Leute gefragt und hat leider nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe. Aber das ist wirklich geil. Wirklich geil. Klar ist das jetzt mit dem Slick, das ist natürlich nicht straßenkonform. Aber es gibt ja, das weiß ich gar nicht. Ich muss da mal am Montag bei Pullibauer anrufen, ob es auch so Ballonreifen, nenne ich sie jetzt mal, für die Straße gibt, auf cool mit gutem Grip. Okay, also wir haben einmal Ego X, weil ich habe ja halt, ich habe mehr HG Motorsport, deswegen stand ja, viele haben mich auf der ersten Motorshow gefragt, warum das Auto nicht bei Alus steht, aber ich habe mehr HG Motorsport an dem Wagen verbaut als alles andere. Also haben wir hier die Ego X, dann SAR, die haben ja den kompletten Motorumbau gemacht, war ja für die Leute, die es nicht wissen, mal ein Diesel, haben wir jetzt einen Benziner, dann haben wir mein Dealer von der Felge und oder Reifen, Pullibauer, die sitzen hier auch in Lehrte. Schöne Grüße gehen raus an Christian, sehr sympathischer Mensch. Ist auf dem Donnerstag, nein, ist auf dem Sonntag, letzte Woche Sonntag, er ist extra nochmal in eine
Firma gefahren und hat uns den Trailer gegeben. Mega. Dann haben wir BK Performance. Ja, das hört sich immer so an, so werbungmäßig, ne? Aber das sind halt die Leute, mit denen ich zusammen arbeite und wo ja, Freundschaften entstanden sind auch. Da fahre ich immer hin, wenn ich, das ist halt, ja, BK Performance, brauche ich eigentlich nicht zu sagen, kennt ihr eigentlich, ne? Ist halt eine Werkstatt, eine gute, für mich die, wo ich hier in Hannover immer hin kann. Dann Motul, weil ich nur Motul fahre. Wir haben alles immer zweimal. Dann Recaro, weil Recaro-Sitze verbaut sind. Dann haben wir zweimal Yokohama, da weiß ich noch nicht so wirklich, ob wir die drauf machen. Weil das wäre jetzt nur für die Messe gewesen mit Yokohama, weil da halt auch Yokohama-Reifen drauf sind. Auf den Felgen fahre ich aktuell einen Michelin Pilot Sport 4S in 265 30 19. Dann haben wir nochmal in Groß Hagimoto Sport hier. Alter, die haben ein bisschen gelitten, die Aufkleber, ne? Ein wenig, ja. Aber das kriegen wir schon hin. Die müssen ja auch nicht alle drauf. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Und dann viele fragen ja, was machst du eigentlich beruflich? Weil ich bin halt selbstständig und Reber für RE, BNE, BA, Bauche. Und dann einfach Studio, Medienproduktion. Ja, keine Ahnung, das ist zumindest der Name, der auf meiner Rechnung steht, wenn ich dir eine schreibe. Was genau machen wir unten auf die Schweller? Wir haben BK Performance zweimal. Den würde ich da, glaube ich, schon hinmachen, links, rechts. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde BK Performance hinmachen. Ich würde auf jeden Fall Polybauer in dem Bereich hinmachen. Recaro würde ich in dem Bereich unten hinmachen. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3 aneinander gereiht. Rein theoretisch wäre sogar Platz für 4, ne, oder? Ich würde gerade sagen, für 4 oder 5 ist Platz. Ich denke mal, wir beschränken es auf 4 Stück einfach. Mhm. Ja, dann bleibt ja nur noch Motul. Oder ne, weil das sind jetzt 3. Oder wir gucken halt, dass wir Michelin noch mit drauf bekommen. Je ja, nachdem, was du halt für Reifen für die nächste Saison halt fahren musst. Ja, deswegen würde ich würde ich mich jetzt gegen Yokohama entscheiden. Weil ja, dann bist du ja immer am Aufkleber tauschen. Quasi, das, weißt du? BK Performance, ja. Das wird immer meine Werkstatt bleiben. Polybauer ist der Reifendealer des Vertrauens. Recaro habe ich verbaut und Motul ist das einzige Öl, was ich da reinkippe. Dann ist perfekt. Deswegen. Regnet es? Etwas. Etwas, ne? Brutal. Okay, ja, und SHR, HG Motorsport und die Ego brauchen wir rein theoretisch nicht, weil wir haben ja hinten auf dem Spoiler schon HG, das hatte Timo oder Anton, einer von den beiden, die hatten den noch liegen, habe ich gesagt, mach irgendwo dran, wo es cool ist. Ja, perfekt. Ja, was sagst du zu meiner Auswahl mit dem H&R-Aufkleber, dass ich den da hingeklebt habe? Finde ich gut. Ist halt meistens so in den Bereichen, wo halt auch tatsächlich das Fahrwerk verbaut ist. Mhm. Ja, das ist so klassisch Rennsport, sage ich mal, dass die Aufkleber tatsächlich in den Bereichen sind, wo sich auch die Bauteile wiederfinden. Mhm. Finde ich richtig gut platziert, passt auch super gut hin. Alter Schwede, sieht das geil aus. Das ist richtig Motorsport, ne, oder? Das kommt auf diesem schwarzen Hintergrund mit der Linie, mit der orangenen Linie quasi so eingefasst, ist das so ein Punkt für sich. Und das sieht einfach mega geil aus. In Kombination mit den Felgen noch. Da werde ich jetzt noch, weil wir werden das Video jetzt hier gleich beenden, auf der anderen Seite ist noch nichts passiert. Weil das ist mit der Keramik gar nicht so einfach, ne? Also selbst für dich nicht. Es ist schwierig, ne? Genau. Also die Feuchtigkeit, die dahinter ist, das ist halt der Unterschied, ob ich etwas trocken oder nass verklebe. Die Feuchtigkeit, die dahinter ist, die kann halt nicht so schnell verschwinden. Beziehungsweise auf einer Keramik ist es halt einfach so glatt, sag ich mal, dass das immer noch so ein bisschen hin und her rutscht. Aber wenn man es ein bisschen anföhnt, wie lange sind sie jetzt drauf? Vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten mit ein bisschen anföhnen, kriegt man da schon hin. Hm. Der Vorteil ist einfach, hier ist nicht eine Blase drunter. Ja. Wir konnten korrigieren und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Ja, und deswegen verklebt ihr es immer nass. Egal was es ist, ob es Werbebeschriftungen sind, so welche Geschichten sind, völlig egal. Ja. Aber also ich hätte nicht gedacht, dass das so geil wirkt. Ich bin gerade richtig happy. Ich schon. Wir lassen den Wagen jetzt hier stehen, ein, zwei Tage. So, ja. Ne? Ja. Und ich kümmere mich darum, dass ich hinten noch eine Nummer größer an Spurplatten irgendwie bekomme. Wir lassen den jetzt gleich mal runter. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht, um einfach mal zu genießen, wie das Ding wieder dann auf dem Boden liegt. Und dann kann man vielleicht noch mal ausmessen, wie viel die größer müsste. Genau, ja. Ne? Aber es ist wirklich einfach nur, also ich bin gerade wirklich happy. Brutal, wir lassen den mal runter, ja? Ja. Mach mal kurz Stopp. Ich will kurz mal ein Video machen. Und bitte. Jetzt habe ich durch den Weitwinkel hier meine Griffel in der Kamera gehabt. Junge, ist das geil, ey. Das gefällt mir mega. Das Coole ist eigentlich auch, dass es halt so ein bisschen durch die Rundung durchgeht. Ne? Mhm. Hätte die jetzt noch ein bisschen schmaler machen können von der Höhe. Aber dadurch, dass die halt von der Höhe her noch etwas breiter sind, gut wirken und die so ein bisschen durch die Rundung durchgehen, macht das natürlich eine ganz andere Optik, als wie wenn die einfach nur auf einer glatten Fläche aufgeklebt sind. Ne? Mhm. Ich find's geil. Aber guck mal. Ja, auch so. Ja gut, also aus dem Blickwinkel doch, das muss auf jeden Fall weiter raus. Das können wir gleich mal messen. Aber alter Schwede, ist das... Es haut mich gerade wirklich um. Ich bin ja, wie ihr wisst, nicht so der Gefühlsmensch, aber das ist Motorsport. Das ist genau so, wie ich mir das Auto vorgestellt habe. Ich würde fast sagen, wenn da jetzt noch mal 2 Zentimeter draufkommen, dann steht das Rad genauso wie vorne. Mhm. Steht der vorne richtig oder meinst du, der müsste rein theoretisch auch noch breiter? Natürlich, also das soll nicht ganz bündig sein, weil das ist ja schon noch Motorsport, ne? Richtig, also ich würde sagen, vorne steht es halt perfekt. Vorne steht das Rad auch einen halben Zentimeter weiter draußen als hinten. Das liegt aber mit Sicherheit auch an dem Oettinger Kit. Mhm, okay. Gut, danke. Sehr gern, Mischa. Wir werden ihn jetzt noch ein paar Mal öfters in den Videos mitsehen, vermute ich, weil ich, wie gesagt, drüben die Halle habe. Wird geil, freue ich mich drauf. Und ihr haut mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und wenn ihr irgendwelche Designvorschläge habt, was man noch so machen könnte, dann haut es gerne raus. Aber für mich ist das gerade wirklich einfach brutal. Einfach nur heftig. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.